Mit R können wir nicht nur Funktionen implementieren, Analysen durchführen und Daten analysieren, sondern natürlich können wir mit R auch Grafiken erstellen. Dazu gibt es in R inzwischen sogar mindestens drei Packages. Wir werden hier in diesem Video die einfachste und die erste in R verfügbare Möglichkeit betrachten. Das finden Sie in der Literatur häufig als Traditional Graphics. Das Paket, was wir dafür brauchen, ist im Normalfall immer schon geladen. Wenn nicht, müssen Sie das wieder mit Library laden. Es gibt weitere Pakete, die aber meistens inkompatibel sind. Das heißt, wenn Sie sich für die Erstellung von einer Grafik für eine der Packages entschieden haben, dann müssen Sie auch dabei bleiben. Aber jetzt werfen wir jetzt erstmal einen Blick auf Beispiele, die man mit sowas erzeugen kann. Es überrascht uns jetzt nicht, dass wir Histogramme und Stabdiagramme bekommen. Hier sehen wir gerade ein Beispiel, das mit R erzeugt worden ist. Oder Boxplots. Insbesondere die Erstellung von Boxplots ist sehr viel einfacher, als wir das noch zum Beispiel von der Tabellenkalkulation kennen. Etwas weiter fortgeschrittene Beispiele ist hier ein Scatterplot, ein Streudiagramm mit sehr, sehr vielen schönen grafischen Entitäten. Und hier natürlich können wir auch Karten machen. Wir haben inzwischen sehr, sehr viele georeferenzierte Daten und das ist verhältnismäßig einfach, solche Daten auch mit R zu visualisieren. Okay, in diesem Video werden wir nicht die Konsole von R verwenden wie vorher, sondern Sie sehen hier schon, dass ich RStudio aufgemacht habe. Das liegt vor allem daran, hier haben wir immer noch die Konsole und hier haben wir die Files. Und hier in dem Bereich, wenn ich hier auf den Reiter Plots gehe, sehen wir dann nachher sofort die erstellten Grafiken und ich muss nicht immer die Fenster hin und her schieben. Ich hatte ja schon erzählt, wir werden mit Graphics, also mit diesem Traditional Graphics Package arbeiten. Es gibt zusätzlich noch ein Grid Package. Wie vorhin schon erwähnt, sind die beiden eigentlich inkompatibel. Es gibt inzwischen Packages, die das versuchen zu verbinden, aber im Normalfall würde ich das nicht versuchen. Es gibt eine sehr, sehr interessante Bibliothek inzwischen, Ergobi, mit dem man in einer anderen Philosophie, wie die, die wir jetzt sehen werden, sehr, sehr schnell und sehr, sehr schöne Bilder erzeugen kann. Das werden wir im Kontext von manchen Anwendungen auch noch betrachten. Wenn man sich einen Überblick beschaffen will über das, was man denn eigentlich so hat, das startet und das bietet uns ja hier schon quasi der Begrüßungs Bildschirm an, sag mal einfach Example und jetzt haben wir mal ein Barplot. Merkt man schon Plot natürlich, das ist gerade so eins dieser Pakete, mit dem wir das machen werden. Hier kriegt man sogar schon eine Kontexthilfe und das schicken wir jetzt mal weg. Und dann geht das jetzt hier so durch. RStudio sagt dann immer hier hit return to see next plot. Hier sehen wir auch schon so das erste Stabdiagramm. Und hier gehen jetzt gerade so die verschiedenen Möglichkeiten durch und links sehen wir, das ist das Schöne an den Examples, auch immer gleich den Code, den man dazu verwendet. Hier gerade Stacked Bars. Hier sind das Histogramme, die nach einem bestimmten Faktor aufgeteilt sind. Das ist ein Datensatz, den man ja eben findet. Und jetzt sehen wir hier so die verschiedenen Möglichkeiten. Man sieht, wie man mit Farben umgehen kann. Andere Optionen. Okay, was wir jetzt hier schon mal uns gleich ansehen werden, wir sind hier auf Plots. Wenn ich jetzt hier auf diesem Pfeil gehe und dann bekomme ich alle Grafiken, die ich gerade gemacht habe, wieder zurück. Das ist natürlich ganz praktisch. Ich kann da drin zoomen und dann bekomme ich hier ein eigenes Fenster. Das hätte ich auch in der Konsole bekommen. Machen wir gerade wieder zu. Und jetzt werden wir das R nochmal zurücksetzen und dann
sind die Plots zwar noch da, aber alle Daten, die gerade erzeugt worden sind, sind jetzt wieder aus der Historie herausgenommen worden. Wie viele Kommandos in R ist auch das Plot-Kommando ein generisches Kommando. Das heißt, Plot entscheidet aufgrund der Daten, die man ihm übergibt und der Parameter, welche Grafik denn jetzt angebracht ist. Das kann man dann alles auch verändern. Das ist ganz klar. Und wenn man zum Beispiel einen Boxplot haben will, dann kann man den auch direkt mit einem entsprechenden Kommando erstellen, wie das Barplot, was wir eben auch schon gesehen haben. Und im Endeffekt ist auch erarbeitet Plot, dieses Graphics Package, nennt man dann in der Computergrafik auch, das ist wie so ein Painter's Algorithm. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, dass Sie wie ein Maler etwas auf eine Leinwand, auf die Canvas bringen. Und wenn Sie dann nochmal etwas malen, und dann wird das quasi auf die gleiche Canvas gebracht. Okay, fangen wir doch mal an und machen das erste eigene Bild. Das Kommando heißt Plot. Wie gesagt, generisch. Und jetzt machen wir mal was ganz Simples. Wir lesen auch gar keine Daten ein. Wir sagen einfach, produziere die Zahlen von 1 bis 10 und gib die aus. Und hier haben wir das Bild. Hier sehen wir schon Beschriftungen. Die sind jetzt Standard. Hier sehen wir quasi, wie die Daten entstanden sind. Hier ist einfach ein Index. Klar, und natürlich kommt hier einfach, kommen Punkte auf der Winkelhalbierende heraus. Okay. Wie schon gesagt, generisch, aber wir können das verändern, indem wir einfach sagen, Type soll jetzt nicht P wie Point sein, sondern L wie Line. Und schon ist aus unserer Menge von Punkten eine Linie geworden. Wir können beschriften, lassen wir mal das L da drin, indem man einfach sagt, Main, das ist die Hauptüberschrift. Und nachdem uns Informatiker nie was einfällt, schreiben wir da einfach mal hin. Hello World, Sie sehen auch schon, wo sie dann steht. Wir können diese Lage auch später sogar verändern. Sie haben eigentlich mehr Parameter für das Plot-Kommando, als uns eigentlich lieb ist. Und das machen wir nochmal ein letztes Beispiel. Gehen wieder auf Punkte zurück. Wir haben eine Menge von Farben, wir haben ganze Paletten, das werden wir nachher noch sehen, und viele Details finden Sie dann im Netz oder auch in der Online-Hilfe. Das hier, was ich gerade angegeben habe, BG ist Background Color, das ist ein Grünton, das werden wir gleich sehen. Dann wählen wir ein Punktsymbol aus, Nummer 21, welche das sind, findet man auch in der Online-Hilfe. CIX ist ein Faktor, mit dem man zum Beispiel die Punkte vergrößern können. Die waren ja vorhin gar nicht so groß. Und das Hello World lassen wir mal noch weiterhin drin stehen. Zack. Und jetzt haben wir sie wieder. Jetzt sind die Punkte größer geworden und sie sind mit diesem Chartreuse 3 gefärbt. Gut. Um es jetzt nochmal mit diesem Painters Algorithm klar zu machen, gehen wir nochmal zurück, geben wieder einfach nur Punkte aus. Aber diesmal sage ich, ich möchte keine Achsen. Und dann werden auch nur die Punkte ausgegeben. Wäre jetzt vielleicht besser gewesen, wenn ich das jetzt immer noch mit diesem Faktor gemacht hätte. Aber Sie sehen es ja. Oder wir machen es mal gerade nochmal. Ne, lass mal sein. Okay. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist nämlich die X-Achse, das ist die Achse Nummer 1. Und wenn ich jetzt einfach sage, X ist 1, und dann sage ich, hey, in das Bild, was schon da ist, mal doch jetzt einfach die X-Achse hinein. Zack, hier ist sie. Und die Y-Achse ist Axis 2. Hier ist er auch. Wir könnten sie jetzt konfigurieren von wo bis wo. Klar, wie das in jedem Grafikprogramm ist. Und ich hätte auch gerne den Rahmen wieder drumherum. Das ist die Box. Könnte ich jetzt auch stricheln oder sonst irgendwas machen. Und dann haben wir sie wieder hier. Das heißt, ich mache einen Plot auf und male sozusagen da immer wieder hinein. Jetzt wollen wir etwas sinnvollere Daten ausgeben, und dazu verwenden wir wieder den Autodatensatz, den wir schon betrachtet hatten. Den hatten wir eingelesen und wir hatten dann fehlende Daten beseitigt, Faktoren festgelegt. Was wir damals gemacht haben, habe ich mal einfach in ein Skript geschrieben. Ist auch ganz interessant, dass man mal sieht, wie das in RStudio geht. Hier steht es: Read Auto
Und ich sage jetzt ein Source, das heißt, wie in der Unix Shell, führt es doch bitte außen. Hier sehen wir dann auch in den Daten, dass er da ist. Und wenn ich hier draufklicke, kriege man gerade das Fenster, was ich auch bekommen hätte, wenn ich mit Fix in der Konsole gearbeitet hätte. Machen wir es gerade wieder zu. Okay, hier habe ich schon den Plots-Bereich wieder auf. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal das Plot-Kommando und damit ich nicht immer alles mit $Cars$ anfangen muss, machen wir jetzt mal ein Attach auf Cars und sage jetzt, okay, mich interessiert jetzt zum Beispiel das Gewicht. Wir schauen gerade mal nach, wie viele Namen es dann da bitte gibt. Genau, es gibt ein Name und es gibt ein Weight. Und jetzt sagen wir einfach mal, jetzt gib uns doch mal das Weight aus als Plot. Zack, schon haben wir einen Plot. Die X-Achse, wir haben 392 Datensätze. Dann nehmen wir jetzt einfach den Feldindex, wenn man so will, ja, von bis 392. Und hier auf der Y-Achse haben wir dann die verschiedenen Gewichte. Im Prinzip haben wir hier jetzt gerade einen Scatterplot erzeugt. Machen wir noch einen Plot. Und zwar machen wir diesmal wirklich ein XY-Diagramm, indem wir jetzt X und Y mit Komma getrennt auch wirklich angeben. Die Horsepower und die Acceleration könnten wir angeben. Bietet mir RStudio auch an, wenn ich damit anfange. Und jetzt habe ich ein Streudiagramm. X-Achse ist Horsepower, Y-Achse ist Acceleration. Da könnten wir jetzt anfangen, über ein Fit nachzudenken, wenn man sich hier so die Bilder anguckt. Und wir könnten auch hier wieder wie vorhin die Symbole für die Punkte verändern. Es geht so weit, dass wir sogar die Punkte leicht verschieben können, wenn sie zu viele übereinander liegen. Wir können mit Transparenzen arbeiten. Er ist da sehr, sehr mächtig. Okay, eine andere Syntax, die aber zum selben Ergebnis führt, deshalb schauen wir uns die mal an, heißt so, machen Plot von Acceleration sozusagen in Zusammenhang mit Horsepower. Y nach X, denken Sie an an die lineare Ausgleichsrechnung, da haben wir das auch so formuliert und es passiert nichts. Das Bild ist genau gleich geblieben. Hier können wir wieder in den Bildern auch navigieren. Dass da auch wirklich was passiert. Wir drehen es einfach mal rum. Okay. Jetzt haben wir ganz viele Streudiagramme gesehen. Jetzt schauen wir uns mal ein Histogramm an. Wir könnten natürlich das Plot-Kommando so verändern, dass es das macht. Aber wir können natürlich auch sagen, ja, okay, ich will jetzt einfach ein Histogramm der Gewichte. Und schon ist es da. Hier müsste man jetzt die X-Achse noch etwas vielleicht verändern und auch hier noch die Beschriftung ändern. Aber die Überschrift ist eigentlich im Englischsprachigen richtig gut. War ja klar, ich will ein Histogramm und da ist gerade, wie heißt denn bitte das Merkmal? Schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, einfach ein Histogramm, wie sich denn die Autos, die wir da im Datensatz hatten, auf die Baujahre verteilt. Ist also relativ einfach und wir können das dann noch mit den verschiedenen Attributen, die wir schon vorhin gesehen haben, erstellen. Gut, schauen wir mal an, was eigentlich der Default wäre für Plot from here. Ist eine Kategorie, ist sowas, ist nicht wirklich sonderlich sinnvoll. Also wenn ich weiß, dass ich ein Histogramm haben will, dann soll ich auch ein Histogramm machen. Okay, machen wir mal einen Boxplot. Sie ahnen das schon. Der Name dafür ist auch Boxplot. Und jetzt machen wir mal Horsepower nach Zylinders. Könnte ja mal davon ausgehen, dass die Anzahl der Zylinder, das ist jetzt hier sozusagen wieder die X-Achse, jetzt haben wir ja aber einen Faktor, Einfluss darauf hat, wie viel PS ich habe. Was hier schon seltsam ist, dieser Dreizylinder Bereich hätte man eigentlich eher vielleicht mal weiter unten vermutet. Hier ansonsten passt es so mehr oder weniger. Je mehr Zylinder, desto mehr Horsepower. Hier oben haben wir sogar Ausreißer. Das sind wahrscheinlich dann richtige tolle Autos. Ansonsten haben wir jetzt hier einen Boxplot, der auch noch nach Faktoren gegliedert ist und das ging jetzt eben relativ schnell. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel und schauen wir an, wie ich diese grafische Ausgabe noch ein bisschen
erweitern kann. Da schreiben wir als Überschrift hin, Anzahl der Zylinder. Und nee, das wird zu lang. Schauen wir einfach in Datensatzauto. Okay. Und dann machen wir jetzt einfach sukzessive, machen wir jetzt Dinge hin. Die X-Achsenbeschriftung findet man als X-Lab. Und das ist jetzt die Anzahl der Zylinder. Ich kann sogar den Font angeben, wie groß er ist, ist klar. Das lassen wir jetzt einfach sein. Das finden Sie in der Online-Hilfe. Und da sagen wir jetzt, Y-App ist Leistung in PS. Okay, wird auch schon mal hochgestellt. Und jetzt machen wir, genau, jetzt machen wir nochmal die Farbe. Das haben wir vorhin schon mal gemacht. Und jetzt werden die Boxplots schön mit diesem Grün gefärbt. Ich könnte auch den ganzen Boxplot den Hintergrund ändern. Was hier schön ist, finde ich, weil damit manchmal die Grafiken deutlich besser zu lesen sind. Ich kann horizontal vielleicht True setzen und dann, wir sehen schon, False ist der Default und dann werden jetzt die Histogramme, die Boxplots hier quasi horizontal dargestellt. Jetzt stimmen aber X- und Y-Beschriftung nicht mehr, kein Problem. Das können wir jetzt hier einfach nochmal verändern, indem wir hier aus dem Y ein X machen und aus dem X muss man es noch richtig finden, ein Y und schon stimmt das wieder. Gut, jetzt haben wir einige Beispiele für Visualisierungen in der beschreibenden Statistik kennengelernt. Wir haben nicht alle gesehen. Wenn Sie nach R und Grafik suchen im Netz oder auch in Büchern, dann finden Sie eine sehr, sehr große Zahl. Wir werden in verschiedenen Kontexten während der Veranstaltung auch nochmal mehr Beispiele sehen. In diesem Video geht es nur um einen grundlegenden Überblick. Was ganz praktisch ist, bevor wir jetzt hier zur nächsten Darstellungsmethode gehen, hier sehen Sie das Wort Export. Und dann kann man sagen, diesen Plot, den ich da gerade habe, praktisch ist, Sie können auch hier nochmal ja, so durchscrollen. Keine Ahnung, der hat mir jetzt am besten gefallen. Export Save as Image. Ich zeige Ihnen mal gerade, wie das dann aussehen wird. Hier sehen wir nochmal das Bild. Und hier kann man sagen, zeigt mir es später auch nochmal an. Dateiname, wo kommt es denn bitte hin? Das Bildformat, je nachdem, wo Sie es dann weiter verarbeiten wollen. Breite und Höhe und ob Sie zum Beispiel auch, wenn Sie hier verändern, das Seitenverhältnis beibehalten. Wir machen das mal Cancel, ich speichere es nicht ab. Und genauso gut können Sie sagen, ich würde gerne ein PDF daraus gemacht haben oder mache doch einfach quasi ein Kopieren, damit ich es irgendwo in meinen Text einfügen kann. Ganz am Ende des Videos werden wir noch eine andere Methode sehen, wie man sozusagen direkt mit Konsolenbefehlen so etwas auch machen können. Wir erzeugen jetzt erstmal nochmal ganz mit neuen Funktionen auch nochmal Bilder und zwar kann ich ganz einfach Funktionsgrafiken machen. Dafür gibt es die Funktion Curve und das schreibe ich jetzt einfach die Funktionsvorschrift in R-Syntax hin, 2 mal x Quadrat und nachdem ich x gesagt habe, nehmen wir einfach x von 0 bis 1 und fertig ist meine Parabel. Wir haben ja die Standardfunktionen wie die Sinus, also jetzt wollen wir endlich mal einen schönen Plot haben vom Sinus. Xlim, das sind Grad von, was ist der minimale und maximale X-Wert, den ich gerne hätte. Und das übergebe ich jetzt einfach als Feld. Und das machen wir einfach von minus 2π bis 2π. Und hier ist er, klar, wieder Beschriftung, Überschrift, Farben, das geht jetzt genauso wie vorher auch. Wir machen mal nochmal eine Funktion, die wir dann darstellen wollen, weil man ja häufig vielleicht die Funktion gar nicht so direkt eintippt, sondern sie eh schon hat. Jetzt mache ich mal wirklich eine etwas seltsame Funktion. Sinus vom Cosinus mal e hoch 1, ne minus x halbe. Schauen wir mal, was da rauskommt. Jetzt schreibt man einfach statt der Vorschrift
die Function hin. Und jetzt haben wir, sehen wir hier noch eine andere Syntax, nämlich von minus 8 bis plus 7, also auch wieder minimaler und maximaler x-Bereich. Und mit n können Sie noch sagen, wie viele Punkte soll er denn nehmen für den Polygonzug, damit er auch schön rund aussieht. Und hier haben wir die Funktion, schauen wir mal, was rauskommt. Wenn wir dann nur 21 nehmen, dann wird es eben ein bisschen eckiger. Als letztes Beispiel möchte ich Ihnen noch zeigen, wie wir auch mehrdimensionale Grafiken machen können. Auch hier, wie ich finde, sehr, sehr schöne Möglichkeiten, um solche Bilder zu machen. Dazu haben wir wieder eine Variable, die nennen wir jetzt x und y. Das sind sozusagen, wir werden jetzt gleich eine Funktion von zwei Veränderlichen, die reelle Zahlen als Werte hat, quasi so ein Gebirge werden wir machen. Und jetzt sage ich einfach von minus Pi bis plus Pi. Und ich hätte gerne, sagen wir mal, 50 Punkte, machen wir mal 100. Dann wird es nachher, vielleicht ein bisschen runder im Bild, y, machen wir genau das gleiche. Das heißt, wir haben jetzt so ein Quadrat. Und das definieren wir wieder eine Funktion und diesmal eine von zwei Veränderlichen. Cosinus y durch Klammer auf 1 plus x zum Quadrat. Okay, und jetzt belegen wir ein Feld. Das machen wir mit der Outer-Funktion, indem wir einfach sagen, nimm x und y, setz das in meine Funktion ein und indiziere das alles und weist es auf f zu. Hier sehen wir jetzt gerade die Werte. Und jetzt können wir damit schon einen Konturplot erzeugen. Das ist so etwas Ähnliches wie früher in den alten Wetternachrichten. Die Isobaren, die Linien gleichen Drucks. Das heißt, wir sehen so eine Art Landkarte mit Isolinien von gleicher Höhe, indem wir einfach sagen, x, y und die z-Werte, die haben wir jetzt ja f genannt. Und rechts sehen wir das auch schon. Und Sie sehen hier auch schon die Beschriftung der Werte. Das heißt, alle Punkte, die auf dieser Linie sind, haben den Funktionswert 0,2. Okay. Wenn wir jetzt sagen, das ist jetzt aber nicht so schön, ja, kein Problem, dann kann man hier sagen, wie viele ISO-Werte hätte ich denn gerne und add viele dieser Funktionen wie Curve oder auch Plot haben auch so etwas, was wir hier gerade verwenden, nämlich add gleich true. Das heißt, fügt das jetzt dem nächsten Bild hinzu, häufig ist es sogar als Default. Und hat man jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil er nämlich diese Werte sehr schon mal alles ausrechnen muss. Diese Linie muss er nämlich aus den Daten wahrhaftig auch berechnen. Ist übrigens auch ein sehr, sehr interessanter Algorithmus. Und hier sehen wir, es sind eigentlich viel zu viele. Es geht eigentlich auch hier nur um die prinzipielle Darstellung. Es gibt eine ähnliche Funktion, die heißt Image. Und zwar, indem man sagt, ich will nicht diese Linien sehen, sondern nimm doch einfach Farben, um die Höhen zu visualisieren. Machen wir jetzt mal einfach alles mit Defaults. Dann nehmen wir hier solche Rottöne. Und jetzt müsste man eigentlich hier sofort eine Legende dazu machen, weil man sich sicherlich fragen kann, was ist denn jetzt eigentlich groß und klein? Wenn man jetzt hier mal so ein bisschen drauf guckt, hier ist ein 0,9 und hier ist ein 0,15. Das heißt, hier so, je näher das am Rot, desto größer sind die Werte und man hat verschiedene Paletten. Das nehmen wir jetzt mal gerade. Und eine wäre zum Beispiel so eine Regenbogenpalette mit, sagen wir mal, mit 256 Farben. Und das hat irgendwas nicht funktioniert, genau, weil ich nämlich hier sagen muss, call gleich. Zack. Und dann sehe ich hier etwas, was ich auch besser interpretieren kann, nämlich blau sozusagen ist kalt, ist klein. Und über Grün und Gelb kommen wir dann hier zu den Rottönen, wo die großen Farbwerte sind. Das gleiche, allerdings jetzt nicht als 2D-Darstellung, sondern mit einer räumlichen Darstellung. Eigentlich habe ich ja vorhin schon gesagt, haben wir sowas wie ein Gebirge, bekommen wir mit der Persp-Funktion.
Habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil er nämlich wieder erstmal hier dieses Netz ausrechnen musste. Hier sehen wir jetzt x und y. Da unten sind jetzt sozusagen diese Werte, die wir hatten. Da sind die Funktionswerte und jetzt schauen wir hier so drauf. Und jetzt können wir über Kugelkoordinaten sagen, na gut, von wo man quasi drauf schaut. Das heißt, ich habe jetzt gesagt, Theta gleich 30 Grad, das dreht er das langsam. Es gibt auch Pakete, mit denen Sie später dann interaktiv in dieser, na, jetzt habe ich die Klammer vergessen vor lauter Reden. So, ja. Irgendwo ist gerade ein Komma zu viel. Genau, hier ist die Klammer zu viel. Genau, da habe ich jetzt einfach die zweite Kugelkoordinate angegeben und damit bin ich jetzt quasi, schaue ich jetzt weiter von oben drauf. Als letztes schauen wir uns nochmal an, wie wir unsere Ergebnisse abspeichern können. Haben wir schon hier gesehen, wir können hier in den ganzen Darstellungen navigieren und wir können hier mit Export Bitmaps und auch PDFs produzieren. Damit später zum Beispiel auch mit LaTeX weiterarbeiten. Das ist echt schön. Und es gibt auch ein PDF-Paket und es gibt auch etwas, das nennt sich Cairo PDF, das auf PDF aufbaut. Da können Sie sogar die Schriften, die wir hier in R verwenden, mit exportieren. Das lassen wir jetzt mal sein. Nehmen einfach mal PDF als Kommando und jetzt sagen wir einfach, wenn ich jetzt nichts sage, als Pfad nimmt er jetzt ganz einfach das Working Directory und sage jetzt, okay, das Ergebnis, das soll bitte Grafik 1.pdf heißen. Das würde jetzt schon reichen. Ich sage jetzt noch dazu, Größenangaben. Okay, und jetzt hat er sozusagen ein Grafikdevice aufgemacht. Und alles, was ich jetzt hineinmale, ich nehme jetzt mal eine von meinen Darstellungen, nehmen wir mal das mit dem Rainbow, das auch funktioniert hat. Okay, wir sehen, im Grafikausgabebereich hat sich nichts verändert. Und jetzt sage ich Device off, ich bin fertig mit dem Hineinzeichnen, denken Sie an den Peters-Algorithm. Es kommt hier eine Bestätigung und jetzt schauen wir einfach mal im Explorer nach und hier sehen wir gerade Grafik 1.pdf. Ich mache mal gerade einen Doppelklick und hier sehen wir das Bild, haben wir ja vorhin auch schon gesehen, aber jetzt als PDF. Sehr schön. Es gibt das gleiche, wie gesagt, schon als Cairo PDF, wo man noch ein paar mehr Optionen hat, was die Qualität auch nochmal erhöht, aber Funktionalität ist ähnlich. Und es gibt ein JPEG-Paket. Sie ahnen es, damit machen wir JPEGs. Und jetzt sagen wir wieder, dann machen wir es mal Grafik 2.jpg. Und jetzt sagen wir, wie die in Pixel die Größe sein soll. Machen wir mal einfach sowas. Okay, und jetzt suchen wir uns wieder eine Grafikausgabe. Nehmen wir mal diesmal irgendeine andere. Schauen wir mal. Nehmen wir mal die hier. Ja, das war jetzt gerade mit dem Ad leicht ruh ein schlechtes Beispiel. Das kommt davon, wenn man zu viel mit der History arbeitet. Aber dann nehmen wir einfach die ganz normale Kontur, die hat ja vorhin funktioniert. Machen wieder ein Dev off und schauen wir mal danach. Und es müsste es hier ein JPEG geben. Hier ist sie. Klick die doppelt und mein Bildbetrachter geht auf. Und hier sehen wir das Bild von vorhin. Alles, was Sie jetzt bisher gesehen haben, ist nur eigentlich ein sehr, sehr kleiner Einstieg in das, was wir mit R alles in der Grafik machen können. Aber alles Weitere werden wir noch im Kontext von manchen Methoden sehen. Natürlich haben wir grafische Unterstützung, wenn man Regressionsrechnung zum Beispiel macht oder wenn man clustern. Das werden wir uns dann auch bei dem Thema ansehen. Hier ging es jetzt nur mal um eine prinzipielle Einführung, wie man Grafik erzeugt.